Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, liebe Freunde, wir waren ja beim letzten Mal tatsächlich hier in unserer neuen Stadt, in unserem Sebi-Town, und haben hier eine sehr verzwickte Finanzsituation gehabt. Aber, Freunde, ihr seht's, wir sind hier wieder im Plus, das heißt, wir können weiterspielen. Ganz genau. Und ich würde sagen, ja, wartet mal. Bevor wir hier mit der großen Stadt weitermachen, ich sehe gerade, dass sehr viel Hightech-Industrie benötigt wird. Gehen wir erstmal zurück in die Industriestädte. Damit sie... nicht hier am besten. Nicht hier. Das war die falsche Stadt. Genau. Wir müssen ziemlich auch eine neue Industriestadt hier generieren. Weil, naja, was soll ich dazu sagen? Die Stadt hier, die haben wir verkackt. Muss ich leider tatsächlich sagen. Die Frage ist jetzt, wenn wir hier eine neue Stadt machen. Neue Industriestadt. Ob dann auch, ob sich das hier verbinden lässt? Da muss ich jetzt gerade echt mal gucken. Es lässt sich verbinden. Okay, das ist sehr gut, Freunde. Weil da haben wir hier tatsächlich unsere Nachfrage, wie sie auch in der Stadt ist. Ne? Und, genau, da würde ich sagen, ja, machen wir hier einfach mal eine neue Industriestadt. Alles klar. Wir brauchen aber dafür erstmal ein Kraftwerk natürlich. Und Wasserpumpen. Ganz genau, Freunde. Ja. Dann freue ich mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt hier bei SimCity 4. Wie wir jetzt hier weiter unser Gebiet erweitern tatsächlich. Ja. In der Hoffnung, dass unsere Hauptstadt schön wachsen wird. Ja, das ist natürlich die oberste Priorität. Aber es sieht doch für den Moment echt gut aus, muss ich sagen. Also für den Moment sieht das echt super aus. Und dann würde ich sagen, kommen wir hierher. Industrie, ja, ist okay. So, schaut euch das... Ah, nein! Shit. Ich habe hier aus Versehen... Wir haben hier aus Versehen unsere Hightech-Industrie ansiedeln lassen. Glaube ich. Oder ist das alles herstellend? Ach nee, ist alles herstellend. Okay. Hightech-Industrie möchte ich hier gar nicht drin haben. Deswegen machen wir hier auch mal... einen hohen Steuersatz da drauf. Alles klar, das passt aber sehr gut. Das heißt, das können wir dann hier speichern. Und dann hier nochmal die Hightech-Industrie kurz wachsen lassen. Sagt euch das an. Meine Güte, diese Hightech-Industrie hier. Schon echt krass, muss ich sagen. Oder mischt sich das gerade hier mit herstellend? Wartet mal. Bevor wir hier in dieser Stadt tatsächlich herstellende Industrie kriegen, werde ich hier auch nochmal den Steuersatz anpassen für die herstellende Industrie. Ich möchte das nämlich echt strukturiert angehen. Ne, Freunde? Strukturiert angehen. Das heißt tatsächlich, dass wir in einer Stadt Hightech haben, eine Stadt herstellend und ja... Ah, schaut euch das an. Die bauen hier noch weiter die Hightech-Industrie auf. Wir brauchen sogar noch ein Feld. Okay, das ist natürlich krass. Dann machen wir einfach noch ein Feld. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid. An diesem Sonntagabend tatsächlich nehme ich das nach wie vor auf. Ja. Gerade eben schön Resident Evil Code Veronica gespielt. Dafür kommt jetzt hier schön SimCity. So, alles klar, Freunde. Wir bräuchten eigentlich auch noch ein Agrarindustriegebiet, aber... Ja, soll ich noch eins machen? Ich bin mir unsicher. Nee, lasst uns erstmal in unsere Hauptstadt gehen, Freunde. Das ist ja der Hauptgrund hier. So. Genau. Da ziehen sie nämlich schon wieder neue Gebäude hoch hier. Zack, guckt euch das an. Es ist so cool. Alles klar. Ja, dann müssen wir eigentlich erstmal ein bisschen abwarten, bevor wir hier neue Gebiete bauen. Weil wir müssen, wir haben ja unsere Finanzsituation beim letzten Mal tatsächlich
bereinigt. Und ich möchte gerne mal ein bisschen Geld sparen. Deswegen lassen wir es jetzt einfach mal laufen, würde ich sagen. Gucken wir uns mal die Meldung. Straße platzt aus allen Nähten. Ja. Da ist auch das Gebäude, sehen wir hier. Das Gebäude, das ist, ja. Es ist nicht... Die Gebäude hier sind dreckig, deswegen... Verschmutzung? Müllgering? Schulniveau hoch, Krankenhausniveau, Kriminalität gering. Es passt eigentlich außer das Verkehrsgeräusch und die Pendelstrecke. Aber wo geht ihr denn hin, pendeln? Alle raus, oder was? Nee, die fahren hier zur Arbeit. Okay. Ja, aber wir haben doch hier eine Bushaltestelle hingebaut, oder? Dann brauchen wir noch eine Bushaltestelle da oben hin. Ja, ich meine... Die Busse, die fahren alle aus der Stadt raus, ne? Aber ist schon okay, denke ich. Also das sollte passen. Geschäftsreise fordern flinken Flughafen. Guck ich mal, ob wir den bauen können. Kleiner städtischer Flughafen, kleine Landebahn. Lockt mehr Unternehmen in die Stadt. 35.000 und monatlich kostet 1.200. Wartet mal. Damit warten wir mal lieber. Ich würde nämlich doch ganz gerne nochmal ein neues Wohngebiet hier hochziehen. So, wartet mal. Das müsst ihr jetzt mal ausprobieren, weil ihr hattet in einem Kommentar tatsächlich geschrieben, dass es auch 5x5 Gebäude gibt hier in SimCity 4. Das würde ich jetzt gerne mal ausprobieren. Wartet mal. Indem wir hier ein Wohngebiet und dann 5x5. So. Das ist jetzt 5x4, ne? Nee, zieht keiner ein. Also dann gibt es das tatsächlich nur in dem Mod, lieber Hiski. ja, der Tipp, der kam vom Hiski. Scheinbar scheint es hier nicht zu funktionieren. Undercover-Polizist. Ja, aber da können wir doch eine kleine Polizeiwache hinstellen. Ja? Da können wir doch eine kleine Wache hinstellen. So. Wenn da keine Verbrechen mehr kommen, dann ist ja gut. So, dann ziehen wir den Leuten einfach mal ein neues Wohngebiet hier hin. So, Freunde. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor gefällt hier, das SimCity 4 Let's Play. Ich habe sehr großen Spaß an diesem Projekt, muss ich sagen. Auch notgedrungen, ja, sag ich mal. Wegen der ganzen Sache in der Ukraine. Aber, ja, wow. Aber es macht schon Spaß, schaut euch das an. So, Sebitown, beliebter Fleck für letzte Ruhe. Noch ein Friedhof. Ja, den packen wir dann. Wo können wir den Friedhof hin machen? Gute Frage. Ich denke mal hier. So. Genau. Weil dann brauchen wir nämlich jetzt echt Gewerbegebiete tatsächlich. Und ja, wie gesagt, gutes alternatives Projekt zu Empire Earth, weil, wie gesagt, im Moment wegen der Kriegssituation und so. Das finde ich sehr gut, dass wir jetzt hier sowas hier gefunden haben. 7, genau, dann machen wir es mal weiter. So. Wie sieht unsere Finanz aus? Sehr schön. Alles klar. Das heißt, wir haben tatsächlich die erste Pleitewelle, sage ich jetzt einfach mal, überstanden. Gut. Das heißt, wir können uns Gewerbegebiete aufbauen. 4x4 und 3x3. Ja. Alles klar, dann legen wir noch eine Wasserleitung. Ne, brauchen wir eigentlich nicht. Ne? Also die Pleite ist erstmal abgewendet, tatsächlich, die aus der letzten Folge. Von daher, ja, baut euch auf. Oder auch nicht, oder was ist die Sims-Trost ins Solarkraftwerk? Nein, danke, erstmal nicht. Was ist das jetzt da?
kleine Villen. Na ja, gut. So, wunderbar hier. Sims absolute Hohlköpfe. Alles klar. Straße platzt aus allen Fenstern. Ja, aber ich habe doch hier eine Bushaltestelle schon aufgebaut. Könnt ihr nicht mit Bus fahren, Kollegen? Oder sollen wir langsam an eine U-Bahn denken? Nee, ich glaube nicht. So, das heißt, wir brauchen aber noch... Mach mal langsam. Wir brauchen noch eine Bildung. Ah, alles klar. Ja, ich verstehe schon, wo hier der Hahn liegt. Altersdurchschnitt. Wir brauchen Grundschulen. Gut, dann bauen wir mal ein Grundschulen. Boah, die monatlichen Kosten dafür, ne? Grundschule direkt neben Gefängnis. Ja, kommt. Ist in Ordnung. Ja, hier auch. Alles klar. So, aber das sollte passen. Bildungsniveau ist erhöht. Und warum? Verschmutzung, Kunden gering. Oh, keine Kunden, oder was? Ja, wir müssen wieder aufpassen. Schaut euch das an. So. Wie sehen unsere Parameter aus? Umwelt, Verkehr, Sicherheit, Landwert. Das heißt, wir brauchen hier... Oh ne, da ist schon ein Krankenhaus. Wie sieht es mit Polizei aus? Luxus-Polizeirevier. Ja, das sieht so aus, als ob wir hier auch nochmal was brauchen. Aber vorsichtig wegen den Finanzen. So, Nachbarschaftshandel. Wir brauchen mehr Wasser, habe ich da gerade gesehen. So, dann gucken wir mal, wie sich das jetzt entwickelt mit der Finanzsituation. So, ja, passt. Passt. Die Finanzsituation ist wieder beruhigt. Sebita und Star für das Fernsehen. Zeigen Sie uns Ihre Schokoladenseite, Bürgermeister. Die Kameras rollen an. Sieht aus, als ob Sebita die Aufmerksamkeit einiger Medienmogule erweckt hätte. Sie möchten sich bei uns ein Fernsehstudio betreiben. Jetzt wird unsere Stadt zum Schauplatz einer tollen Seifenoper ohne Tränen. Was? Ein Fernsehsender, Freunde. Ja, warum denn nicht? Ich meine, das können wir auch gerne hier neben die Schule. Geiselnahme mitverfolgen. Alles klar, wir haben einen Fernsehsender bekommen, Freunde. Genau, Industrie. Ah, wir brauchen mehr Gewerbe, das ist irgendwie ganz klar gerade, ne? Gut. In Sebitaum wimmelt es von Gelehrten. Ja, auf einmal, ne? Alles klar, das heißt, wir brauchen hier auch wieder mehr Gewerbe. Gut, das heißt, dann können wir hier auch mal was erschließen, würde ich sagen. Einfach mal hier so, zack, ein riesen Gewerbegebiet. So, da, die Bushaltestellen haben wir schon, das heißt, wir können eigentlich direkt loslegen. Perfekt, Freunde, perfekt. So. Und ja, wie geht's euch, Freunde? Mir geht's zurzeit ja so lala, wegen der ganzen Situation im Moment mit Krieg und Corona und allem. Zumindest nicht so einfach, aber ja, ich denke, es kommen auch wieder bessere Zeiten auf uns zu. Ja, deswegen ist meine Stimmung auch im Moment ein bisschen gedrückt, tatsächlich, muss ich sagen. Aber na gut. Dafür hat man ja jetzt hier das Let's Play, ne, damit man ein bisschen bessere Stimmung kriegen kann. Und ja. Das hier zu sehen, macht mir schon bessere Stimmung. Wie das hier wächst. Schaut euch das an. Wow. Schaut euch das an hier. Wow. Hier geil. Zu Beckers Hoch Apartments. Das ist herrlich. Das sieht richtig cool aus. So, wo wir müssen wieder. Hier an der Uni. Warum hier an der Uni? Na ja, gut, dann bau hier halt ein kleines Revier hin. Da an der Uni?
Ah ja, gut. Boah, die Häuser sind natürlich schon krass hier. Schau dich das an, wie stylisch, ey. Ah, herrlich, Freunde, herrlich. Da kriegt man direkt wieder bessere Laune, wenn man das sieht. So, Freunde. Oh, das heißt, da können wir theoretisch hier nochmal bei den öffentlichen Angelegenheiten. Nee, nicht da. Gesundheit und Bildung, genau, dass wir hier die Bildung nochmal hochschrauben. Boah, nee, das ist noch zu viel. So, genau. Das war die Bildung hochschrauben. Ja, das passt. Freunde, das passt. Brauchen wieder Herstellungsindustrie, ne? Und jede Menge Gewerbe. Also, ich würde sagen, wir machen auch mal hier nochmal ein paar Parks hin, damit hier bessere Gewerbegebiete hinkommen. So. Größere vor allem. Ja, größere vor allem. Schaut euch das an, das sind Büros. Ah, sehr gut. Markthalle günstig. Alles klar. Ihr seid mir auch günstig. So. Hier vielleicht auch nochmal ein paar. Ja, wobei, das sind eigentlich schon größere Gebäude hier, ne? Ja, das hier nicht. So. Sehr gut. Freunde, sehr, sehr gut. Ja. Und so können wir uns dann tatsächlich weiter wachsen. Frag mich gerade nur, wann hier die großen Gewerbegebäude kommen. In diese beiden Häuser hier, ne? Warum die so grau sind, das verstehe ich echt nicht. Aber gut. Machen wir nochmal ein paar Parks hier hin. So. Oh, das wollte ich jetzt zwar nicht, aber okay. Sims suchen Büros, ja. Wow, da kommt wieder was hier. Was ist das da? Ach, am Militär. Aber direkt neben dem Polizeirevier. Also das ist, ja. Luxus-Polizeirevier. So. Alles klar, Polizei. Auf der Spur. Na, Missionen halte ich mich erstmal tatsächlich fern von, Freunde. Der Fokus liegt jetzt tatsächlich auf Städtebau. So. Baut mal neue Büros hier hin. Ah, gut, okay. Die sind alle arbeitslos. Warum? Was zur Industrie brauchen wir wieder? Alles klar. Straßenabschnitt. Boah, ist in Ordnung. Gut, Freunde, dann haben wir ja schon eine ordentliche Stadt hier, Geschäftsreisende. Ja, das sieht doch schon ordentlich aus, muss man sagen. Hier sind auch unsere ersten Bürokomplexe. Grenzgängerimmobilien, ja. Wachsende Stadt sehnt sich nach Saft. Ja, wir sind schon bei 75.000 Einwohnern. Das ist schon nicht schlecht. Ja, Energie müssten wir theoretisch nachkaufen. Ah, jetzt guckt euch das an. Wir müssen einfach mal ein bisschen laufen lassen, denke ich. Ja, gut. Der Nachbarschaftshandel. Wir müssen mehr Energie kaufen, leider. Ah, da können wir sogar noch mehr kommen. 7000 Megawattstunden. Hey, neues Bürogebäude hier. Das Jordanhaus. Cool. Ja. Und so ist im Prinzip SimCity. Ja, bis jetzt ein voller Erfolg, muss man sagen. Ne? So, was? Bis jetzt tatsächlich ein voller Erfolg. Wir haben die Pleite abgewendet. Und können jetzt eigentlich einfach warten, bis hier die großen Gebäude alle kommen. Wir könnten auch mal eigentlich in die anderen Städte gehen, ne? Was kommt da? Oh, was ist das? Was ist das für ein Schloss? Das Kaukerhaus, reiche Leute. Ja, finde ich gut. Landwert hoch, ja. Pendelverkehr lang. Das sieht aus wie ein Schloss, schaut euch das mal an hier. Das sieht richtig.
krass aus, ey. Na gut. Sims stolzieren strahlend über saubere Straßen. Nur noch grüne Meldungen, das freut mich. Freut mich sehr, Freunde. Und ja, dann... Ach, guck mal hier, ist auch noch ein Bürogebäude. Spiegelreflexe. Aufgrund geringer Nachfrage. Ja, tatsächlich, die reichen Gebiete, die... Ja... sind nicht so nachgefragt, wie ich hier gerade sehe. Deswegen machen wir hier einfach mal nochmal ein paar Parks hin. Aber ihr seht, der Verkehr, der rollt hier. Verkehrsstaus. Wie viel kriegen wir eigentlich an Fahrgeld rein? Das würde mich jetzt mal gerade mal interessieren. Verkehr. Fahrgeld 342, das ist schon ordentlich. Ich bin ja jetzt gerade mal gewillt zu sagen, dass wir uns unsere erste U-Bahn-Strecke bauen. Aber ich denke mal, lieber erstmal dich... lieber erstmal Gesundheit und Bildung hochschrauben, weil das ist wichtiger. Mediziner, seht ihr das? Mediziner reagieren allergisch. Gesundheit und Bildung. 2380. So, komm. Alles klar. Sehr schön, Freunde. Das heißt, da kommen auch wieder Gebäude hoch. Hier. Sehr, sehr cool. Die hier. Was ist das? Das Freitaggebäude. 76 Arbeitsplätze. Immer diese Straße hier, ne? Ich bin ja gewillt, hier echt eine U-Bahn-Station hinzumachen. Kann man hier irgendwie... Tatsächlich, guck mal, wo die Leute herkommen hier. Das kann man auch analysieren. Das war diese Kreuzung hier unten, ne? Vor der... U-Bahn jetzt bauen? Ich bin mir unschlüssig, wie gesagt. Was? Was war das? Gewinne schrumpfen, Steuern trumpfen. Also ein zukünftiges Wachstum im Gewerbesektor von Sevitown können wir vergessen, Bürgermeister. Die unverschämt hohe Gewerbesteuer auf mittelgroße Betriebe zwingt Geschäftsleute, Einzelhändler und Büros Sims gleichermaßen dazu, immer härter zu schuften. Und dabei weniger Gewinne zu erzielen. Ja, das haben wir im Moment hier auch. Aber gut. Ich glaube, es ist auch schon weg, die Meldung. Ich glaube kaum, dass sich jemand in welche neuen Unternehmen niederlassen werden. Wieso? Ist doch hier gut die Nachfrage. Aber gut, Freunde, dann würde ich mal nochmal in die Industriestädte gehen. Genau, hier oben. Hier oben wachsen lassen, genau. Herstellungsindustrie, ja. Ja, passt. Passt doch. Dann können wir die nämlich schön aus der Stadt aushalten. Diese Industrie. Finde ich gut. Dann hier die Hightech-Industrie. Läuft. Wie viel Hightech-Industrie hier gebraucht wird, ne? Aber das da sieht mir jetzt nicht gerade Hightech aus, da. Das ist herstellend, okay. Das ist alles herstellend. Was ist das hier? Schmelzerei. Nein! Verdammt. Wartet mal, Freunde. Das muss ich nochmal neu machen. Ohne speichern. Hier darf sich tatsächlich keine Herstellungsindustrie ansiedeln. Das heißt, wir müssen hier mal gerade steuern. Hä? Aber... Schwerindustrie ist es. Okay, Freunde, Schwerindustrie. Das heißt, die muss hier auch rausbleiben. So. Bitte nur Hightech-Industrie. Aber hier ist keine Nachfrage danach. Okay. Warum auch immer. Warum auch immer. Gut. Dann können wir hier jetzt noch mal ein bisschen laufen lassen. Industrie? Hä? Schwere und Herstellende. Alles klar. Dann würde ich mal einfach mal hier weiter bauen lassen.
Schwere und Herstellende. Ja, alles klar. Sehr gut. Ja, wunderbar, passt, Freunde. Dann können wir uns hier weiterbauen, ne? Wie Industrie... Was? Das verstehe ich jetzt nicht. Aber gut, dann gucken wir noch mal woanders. Warum das nicht klappt mit der Region. Ich meine, wir haben ja jetzt hier schon viel Land. Ist aber in der Versorgungsstadt. In der Versorgungsstadt werde ich dann auch noch mal ein bisschen was Industrie ansiedeln. Kommt, Freunde. Oh! Upsala. Na gut. Dann würde ich jetzt einfach hier sagen, kommt Schwerindustrie, zack. So. Alles klar. Dann Industrie, ja, ist okay. Oh nein. Die Umweltschützer. Über diese Umweltschützer. Gut, dann brauchen wir hier ein Klärwerk. So, zack. Wasserleitung dahin. Ah, zack hier. So, los. Und Industrie. So. Genau, sehr gut. Alles klar. Arbeitsplätze. Warenstau macht Wirtschaft laut. Es kommt auch kein Geld zu uns. Aber schreibt die ganze... Geben Sie das eine Straße oder... Eisenbahnen? Das ist vielleicht auch noch eine Alternative, Freunde. Dass wir Eisenbahnen bauen. Was ist das hier eigentlich alles? Naja, okay. Dass wir Eisenbahnen tatsächlich uns hochziehen. Damit könnte man jetzt theoretisch echt mal anfangen. Dann macht das, Freunde. Ja, stimmt. Güterbahnhof. Ey, stimmt, Freunde. Es stimmt. Eine Eisenbahn. Ja, das ist gar nicht so verkehrt eigentlich. Warum? Ah, okay. Alles klar. Hä? Warum? Was ist jetzt hier mit der Kurve los? Ach, die müssen wir so. Aha, okay. Oh Mann. Na gut. Dann haben wir hier halt so die Kurve, genau. Dann hier dieser Güterbahnhof. Globale Finanzierung. Momentan Nutzung 0. Ja, wird halt nicht genutzt. Ne? Pendler und was? Fracht. Wird das hier genutzt? Nee, wird nicht genutzt. Ah, Budget. Verdammt. Das heißt, hier können wir eigentlich auch nicht mehr rein. Dann. Ja, die Budgetkosten. Verdammt nochmal. Müll. Ja. Nee. Ja, wobei doch. Warum denn nicht? Können wir hier ein bisschen mehr verdienen. So. Das ist unsere Versorgungsstadt hier. Okay. Das heißt, hier ist dann aber auch die Industrie hingekommen. Nee, am besten nicht hier. Wartet mal. Dann machen wir uns jetzt tatsächlich mal, Freunde, eine Eisenbahnverbindung. Aber ich würde gerne darauf achten, dass wir da nichts irgendwie abreißen in der Hauptstadt. Was ist denn hier unten? Was ist jetzt hier los? Hä? Warum, Freunde? Was ist jetzt hier los? Haben sie uns den Strom gekappt oder was ist hier? Oh oh. Oh oh, oh oh, oh oh.
Ich habe hier aus Versehen eine Straße hingebaut. Och mein Gott. Oh Mann. Na, das ist natürlich jetzt richtig kacke gelaufen. Annehmen. So, dann hoffe ich jetzt, dass wir hier jetzt noch den Strom wieder kriegen von den Nachbarn. Oh Gott. Da ist die Leitung. Energiemangel. Ich hoffe, dass wir das jetzt hier noch... Doch, Gott sei Dank, Energie. Energie, kauft uns Energie. Puh. Zum Glück, Freunde, ey. Das war knapp. Alles klar. Wo ist denn die Eisenbahn? Aus der anderen Stadt? Wo ist die Bahnschiene? Ich glaube, wir haben uns doch eine Bahnschiene gebaut. Na gut, das... die Bahnschiene aus der anderen Stadt, die würde halt hier rauskommen. Oder sollen wir anfangen, eine Eisenbahn zu bauen, Freunde? So, einmal quer mitten durch? Ist jetzt die Frage, ne? Ob die Leute den Zug auch nutzen würden. Aber gut, Freunde, ich sehe gerade, unsere Folge ist auch schon übervoll. Alles klar. Da würde ich einfach mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier weiter geht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und da würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Tschüss, ne? Tschüss.